Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 7. So, wir starten gleich in Mission 3, Ora et Labora. Ochsenrad, nahe der berühmten Ortschaft Ochsenrad, ist eine antike Bibliothek gelegen. Seid auf der Hut, Rasput greift bereits danach, um mit ihrer Hilfe seine finsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Wollt ihr dies verhindern, müsst ihr in Ochsenrad das Kirchenwesen einrichten. Ja, das heißt, wir lernen jetzt unsere erste Möglichkeit für nach und später kennen, um Missionen zu gewinnen, also Kampagnenkarten zu gewinnen, nämlich das Kirchenwesen. Kaum hatte Zoe Ramirez besiegt, kündigte sich schon eine neue Bedrohung an, angeheizt durch das Verlangen nach Wissen und Macht. Ja. Dieses Mal sind es wir gegen Rasput statt gegen Ramirez. Wieder Sieg durch Questliste, also immer noch Tutorial-mäßig. Ochsenrad. Zum hinkenden Eber. Prinzessin, wir haben ein neues Problem. Raspun und sein Drachenorden haben vor, Bischof Matthäus' Bücherei zu besetzen. Wenn ihnen dies tatsächlich gelingen sollte, hat der Orden Zugang zu mächtigen Technologien. Und ich schätze, das müssen wir verhindern. Krieg, Prinzessin, wird nicht nur durch Militärgewalt gewonnen, sondern vor allem auch durch technologische Vormacht. Ich glaube, ich verstehe. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen Raspun unbedingt stoppen. Wie ich sehe, habt ihr die Ernsthaftigkeit der Situation erkannt. Milady, ich habe einen Plan. Um Raspun aufzuhalten, sollten wir die Gunst des Archivars gewinnen. Als Hüter der antiken Bücherei hat er Zugang zu mächtigen Technologien. Wenn wir ihm Geistliche schicken, um seine Studien zu unterstützen, wird er uns sicherlich verraten, wie wir dieses technologische Wissen nutzen können. Die Bibliothek gehört mal aufgeräumt. Hatten wir nicht vor. Oh, euer Raspun. Ich warne euch, Prinzessin. Pfuscht mir nicht ins Handwerk. Der Drachenorden verfügt über Kräfte, die ihr nicht zum Feind haben wollt. Um Geistliche auszubilden, benötigen wir eine Kirche. Wie ihr seht, gibt es hier keine. Allerdings ist ein einfaches Wirtschaftsleben vorhanden. Das wird uns helfen. Um eine Kirche zu errichten, müsst ihr zunächst eure Siedlung verschönern. Baut also einige Prestigeobjekte. Ja. Also erreichen Sie Prestigestufe 2. Das sieht man hier unten, ist unsere Prestigestufe. Das sind sozusagen die allgemeinen Freischaltungen, die wir dann durch Prestige machen können. Wie zum Beispiel Haupt- und Spezialgebäude. Wegebau verbessern. Ja, und Geologen vor allem freischalten. Wäre mal nützlich. Ja, Prestige. Prestige steht für die Pracht eures Königreichs. Die Punkte unter dem Prestige-Symbol zeigen die Anzahl der Prestige-Punkte an. Ja, das ist klar. Zunächst gibt es einige Prestige-Objekte, die ihr entlang des Weges aufstellen könnt. Diese Prestige-Objekte können im Baumenü unter Prestige-Objekte ausgewählt werden. Später stehen weitere Prestige-Objekte zur Verfügung. Außerdem könnt ihr Prestige-Erweiterungen an Spezialgebäude wie zum Beispiel der Kirche platzieren, sobald ihr diese errichtet habt. Prestige-Punkte. Es gibt verschiedene Wege, eure Prestige-Stufe zu erhöhen. Erobert beispielsweise neutrale Sektoren, erforscht neue Technologien, errichtet spezielle Handelsaußenposten oder platziert Prestige-Objekte.
Wenn eure Prestigestufe steigt, gewinnt ihr Prestigebelohnung. Öffnet den Prestigebaum, ja. Prestigebelohnungen können Spezialgebäude, Ausbaustufen und andere Vorteile freischalten, mit denen ihr eure Wirtschaft angucken könnt. Mit dem Prestige könnt ihr den Kirchenbau später auf weitere Ausbaustufen freischalten. Über die Kirche. Die Kirche ist ein Hauptgebäude. Ihr könnt ihren Bau im Baumenü fahren lassen. In der Kirche könnt ihr Geistliche ausbilden. Geistliche dienen den unterschiedlichsten Zwecken. Im Augenblick jedoch werden sie euch im Umgang mit der antiken Bibliothek helfen, sobald ihr genug von ihnen in euren Reihen zählt. Ja, wir sollten also jetzt erst einmal Prestige-Objekte bauen. Gucken wir uns mal kurz noch das Video an. Verschönert euer Königreich mit Prestige-Objekten und vermehrt euer Prestige. Prestige-Objekte befinden sich immer entlang von Wegen oder Straßen. Seid also vorsichtig beim Zerstören eines Weges. Gut. Das heißt, wir brauchen zwei Prestige-Objekte. Im Augenblick können wir nur große Prestige-Objekte bauen. Und mit dem Bausrad können wir durchscrollen, was wir gern hätten. Oh, eine Kanone wäre nicht schlecht. So. Was hätten wir noch Schönes? Und noch eine Kanone. Exzellent, Prinzessin. Ihr habt genug Prestige gesammelt. Errichtet jetzt eine Kirche. Ja, wir schalten die Kirche frei. Es ist ausreichend Baumaterial vorhanden, also beginnt mit der Konstruktion. Gut. Die Kirche ist ein Hauptgebäude. Sie kann im Haupt- und Spezialgebäuderegister des Baumenüs gebunden werden. Kirche freigeschaltet, ja. Das heißt, jetzt kommt zum ersten Mal auch das Haupt- und Spezialgebäudemenü zum Tragen. Denn hier haben wir jetzt die Kirche. Und die können wir schön platzieren. Während eure Kirche errichtet wird, widmet euch eurer Siedlung. Vielleicht entdeckt ihr Schwachpunkte in eurer Wirtschaft. Beseitigt sie. Ja, also erst einmal eine weitere Getreidescheune könnte beispielsweise mehr Getreide für eure Bäckereien erzeugen. Machen wir also erst einmal hier einen Fischer auf. Um mal zusätzliche Nahrung zu bekommen. Dann gucken wir uns mal kurz um. Was hat das Nachbargebiet? Hauptsächlich Holz, Fleisch und Kohle. Ja, und eine zusätzliche Getreidescheune. Da hat er recht. Platzieren wir hier eine, auch wenn wir dadurch der Getreidescheune die Weizenfelder wegnehmen. So, Brot wird genug hergestellt. Das Lagerhaus hier ist sogar maximal ausgebaut. Cool. Und ja, über dieses Ding hier schalten wir auch zum einen den Lagerhausausbau. Und zum anderen den Wohnhausausbau frei. Und den Befestigungsausbau, der ist auch wichtig. Ja, im Augenblick ist aber alles gesperrt. Im Augenblick ist es wichtig, dass die Kirche gebaut wird. Deswegen werden die ganzen Baumaterialien auch hingekarrt. Und ja, wir bräuchten noch ein Sägewerk natürlich. Ein Pikinier könnte nicht schaden, ein zusätzlicher. Dass wir wenigstens vier Pikiniere haben. Ja,
der gute Raspun sitzt ja hier direkt in unserer Nähe. Es ist nur ein neutraler Sektor zwischen ihm und uns. Und ja, Wurstproduktion haben wir keine offizielle eigentlich. Nein. Wir haben ja hier nämlich auch kein Fleisch. Und ja, das Thema Prestigegebäude. Im Augenblick können wir nur große bauen. Das heißt, die, die am meisten Platz wegnehmen, aber am wenigsten kosten. Die anderen, also mittlere und kleine, sind kosten mehr, dafür nehmen sie mehr und weniger Platz weg. Was wiederum ein Vorteil ist, wie man sehen kann. So, die Kirche wird gebaut. Getreide wird produziert. Wir brauchen nämlich... Die Lady, ihr macht Fortschritte. Die neue Kirche sieht blendend in eurer Siedlung aus. Lasst mich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ihr lockt Geistliche mit Bier an. Also... Sorgt für eine Brauerei und braut Bier. Die Brauerei, netterweise, ist ein Wohnhausgebäude. Also können wir sie gerade an das Wohnhaus anschließen. Die Brauerei benötigt auch Wasser. Deswegen sollten wir ihr einen Brunnen zur Verfügung stellen. So, der Boden muss aber allerdings... Mit Hilfe dieser Brauerei seid ihr nun in der Lage, Bier zu brauen und Geistliche auszubilden. Ich schlage vor, ein wenig Verpflegung an die Bierbrauerei zu liefern. Das motiviert den dortigen Arbeiter zu höherer Leistung. Er wird mehr Bier brauen als zuvor. Ja, die Brauerei ist mit dem Wohnhaus verbunden. In der Brauerei wird Bier aus Wasser und Getreide hergestellt. Der Brunnen befindet sich unter dem Spezialgebäude. Das Spezialgebäude-Menü errichtet es in der Nähe einer Brauerei. Euer Dorf produziert bereits Wasser und Getreide, aber da diese auch von der Windmühle und der Bäckerei benötigt werden, solltet ihr weitere Bohnen und Getreidescheiben bauen, um die Knappheit zu vermeiden. Ja, Produktionssteigerung. Ihr könnt Basisgebäude Verpflegung zuweisen, um die Produktion von angeschlossenen Arbeitsgebäuden zu steigern. Soweit dem Basisgebäude Verpflegung zugewiesen wurde, benötigen alle angeschlossenen Arbeitsgebäude diese Verpflegung für ihre Produktion. Wohnhäuser verdoppeln ihren Ertrag, wenn sie einfache Verpflegung erhalten. Wohnhäuser verdreifachen ihren Ertrag, wenn sie bessere Verpflegung erhalten. Beachtet, dass ein Arbeitsgebäude nur Güter produziert, wenn es die ihm zugewiesene Verpflegung erhält. Ja, gehobene Wohnhäuser verdoppeln nur bei Wurst, weil sie ja schon einfach gebraucht. Ja, das könnte unsere Wirtschaft leben, wenn wir nicht aufpassen. Was auf jeden Fall einfache Verpflegung jetzt bräuchte, ist unsere Kohle- und Erzproduktion. Kohle- und Goldproduktion. So, da kommt auch schon die Nahrung an für sie. Und ich hätte fast gesagt, der Fischer bräuchte auch, aber dann... ja. Revidiert sich das Ganze. Wenn der Fischer einen Fisch braucht, um zwei Fische zu produzieren, produziert er trotzdem immer noch einen Fisch. Und geistige ausbilden. Ja, ähnlich auch wie das Rekrutieren von Soldaten. Geistige gibt es in drei Arten. Novizen könnt ihr mit Bier und einfacher Verpflegung ausbilden. Novizen erfordern schon Technologien für euch. Köstlich. Nun nutzt dieses Bier, um Geistliche auszubilden. Seht, mit dieser Produktionssteigerung beschleunigt ihr eure Wirtschaft. So, die Bierproduktion kuppeln wir auch mal an, weil wir eh nur eine Brauerei haben.
So, wir haben unser erstes Bier. So, da wir ja jetzt mehr Gold produzieren, können wir auch uns noch eine zweite Münzprägerei leisten. Und ja, die Produktionssteigerung ist was Nettes, weil es heißt nicht, dass sie zwei Ressourcen gleichzeitig abbauen, sondern dass sie aus einer Ressource zwei gewinnen. Das heißt, wir verdoppeln eigentlich jetzt hier unser Gold- und Kohleertrag. Statt 64 Gold kriegen wir jetzt 128 Gold raus. Also rentiert sich das gerade bei diesen Gebäuden hier, seht ihr? 163 statt 64, er bringt aber 2 Gold.